Wir bewegen uns natürlich heute in der Wahlnachlese nach der Landtagswahl in Saarland. Und da gibt es verschiedene Pressekonferenzen der Parteien. Jetzt steht in Kürze an die der CDU im Konrad-Adenauer-Haus. Und in der Bundespressekonferenz sind jetzt die Vertreter der Grünen zusammengekommen und wollen da jetzt die Sicht der Dinge und die Wahlnachlese aus ihrer Sicht betreiben. Pressekonferenz. Es geht noch einmal um das Saarland und um die Wahlnachlese. Ich begrüße herzlich Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, und Barbara Meyer-Gluche, Spitzenkandidatin der Bündnis Grünen im Saarland. Und wie gesagt, es geht um die Wahlnachlese der Wahl gestern. Frau Göring-Eckardt. Ja, ich fange kurz an und übergebe dann erstmal an Frau Meyer-Gluche, aber will zunächst mal sagen, Barbara Meyer-Gluche war ja eine der beiden Spitzenkandidatinnen für uns, für das Saarland. Sie ist diejenige, die auch vor allen Dingen für die nächste Generation Grün steht, mit einem Eintritt 2006 bei den Grünen. Und trotz des bitteren Ergebnisses, das wir dort gestern eingefahren haben, und dem Rausfliegen aus dem Landtag, ist es natürlich unsere Hoffnung, dass diese Generation jetzt im Saarland übernimmt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass sie da ist, trotz des frühen Aufstehens und so weiter. Genau. Ja, vielen herzlichen Dank auch, dass ich heute hierher kommen durfte. Ich erzähle Ihnen wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, ich wäre lieber als Gewinnerin gekommen, als Verliererin mich heute Morgen auf den Weg gemacht. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Es ist natürlich bitter. Es macht mich auch traurig, vor allem traurig für die vielen jungen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, die wir wirklich hatten und denen es ein so großes Anliegen war, dass es weiterhin eine grüne Stimme gibt in diesem saarländischen Landtag. Und es macht mich auch traurig für die Wählerinnen und Wähler, die sich entschieden haben, uns ihre Stimme zu geben und die jetzt mit diesem Landtag in dieser Zusammensetzung Vorlieb nehmen müssen, wie er jetzt ist, nämlich, und das finde ich wirklich bitter, mit einer großen Koalition, die über eine Dreiviertelmehrheit hat, und mit AfD und Linken in der Opposition. Zu dem Ergebnis zu sagen, vielleicht, die Rahmenbedingungen waren nicht gut. Auch das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Auch für uns im Saarland waren sie nicht gut. Das hat sich in den Umfragen vorher schon abgezeichnet. Wir im Saarland zittern, haben beim letzten Mal schon gezittert um den Einzug. Da waren es 185 Stimmen über der 5-Prozent-Hürde. Diesmal hat sich wieder abgezeichnet, dass es so knapp wird. Wir haben gekämpft trotz dessen mit einem Themenwahlkampf. Ich glaube, die Themen an sich waren auch gute Themen. Es waren urgrüne Themen. Wir haben das Thema Schutz des saarländischen Trinkwassers gesetzt. Da geht es wirklich momentan drum im Saarland. Denn der ehemalige Bergbaukonzern RAG will das sogenannte Grubenwasser ansteigen lassen bis in die Bereiche, wo unser Trinkwasser ist. Da ist wirklich das Trinkwasser in Gefahr. Das ist ein Megathema. Das haben wir versucht zu setzen. Das war nicht einfach zu kommunizieren. Wir haben uns dabei alle Mühe gegeben, diesen Link herzustellen zwischen Grubenwasser und Trinkwasser. Ich glaube, es hat im Endeffekt auch verfangen bei den Wählerinnen und Wählern. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, es ist wie bei so vielen ökologischen Themen so, wenn man die persönliche Betroffenheit nicht direkt spürt, dann macht sich das leider auf dem Wahlzettel dann auch nicht immer bemerkbar. Wir hatten auch das Thema Bildung als eines unserer Hauptthemen, vor allem hier den Hochschulbereich. Die Große Koalition hat in den letzten 5 Jahren im Saarland massiv gespart an den Hochschulen. Wir haben hier bei Minustemperaturen im Februar noch mal landesweit Unterschriften gesammelt, eine groß angelegte Kampagne gemacht, um noch mal den Wählerinnen und Wählern zu sagen, für uns Grüne geht Sparen an der Bildung überhaupt nicht, dass wir diesen Sparkurs stoppen wollen. Ich glaube im Endeffekt, dass sich das auch gezeigt hat bei den jungen Leuten. Wir sehen, dass wir gute Zustimmungswerte hatten unter den jungen Leuten, dass wir gerade in Saarbrücken
absolut keine Wählerstimmen verloren haben. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür, dass das verfangen hat. Was uns im Endeffekt, glaube ich, dann das Genick gebrochen hat, waren diese Umfragen vor der Wahl, die ein Kopf-an-Kopf-Rennen eigentlich von CDU und SPD vorhergesagt haben. Also dieser vorhergesagte Schulz-Effekt, der zu einer großen Mobilisierung geführt hat bei CDU und SPD-Wählern. Wir sehen das ja auch an den Wählerwanderungen. Wir haben 5.000 Grünen-Wähler an die CDU verloren. Also ich glaube, gerade diese Umfragen am Schluss haben dann dazu geführt, dass sich viele überlegt haben, wähle ich CDU oder SPD? Wir haben im Saarland ja nur eine Stimme. Auch das kommt dazu. Und die sich dann eher entschieden haben für CDU oder SPD und dann anscheinend massiv entschieden haben für die amtierende Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer. Ja, das ist die Situation, wie sie jetzt ist. Wir sind leider nicht mehr im Landtag vertreten. Wir nehmen aber viel mit aus diesem Ergebnis von gestern Abend. Auch gestern auf der Wahlparty. Die Mobilisierung, wie sie im Wahlkampf war, ist jetzt auch für die Zeit danach gegeben. Gerade die jungen Leute sind hochmotiviert, wenn sie sich angucken, wie dieser saarländische Landtag aussieht, weil wir einfach klar machen wollen, es braucht weiterhin starke Grüne im Saarland, gerade jetzt eine starke grüne Stimme, die diesem Landtag, der also wie gesagt aus einer immensen Mehrheit von CDU und SPD besteht, mit AfD und Linken etwas entgegensetzt. Und wir werden uns dazu auch nicht viel Zeit lassen. Wir sind jetzt schon dabei, uns hier zu committen, dass wir direkt durchstarten, denn wir wissen, wir haben einen Bundestagswahlkampf vor uns und unser Ziel ist es, auch wieder ein saarländisches Bundestagsmandat zu erlangen. Das vielleicht mal zum Anfang. Ja, vielen Dank. Also vielleicht noch von mir ein paar Worte zur Einordnung. Was man im Saarland sicher erneut gesehen hat, ist, dass eine Person mit Haltung gewinnt. Das haben wir schon bei Winfried Kretschmann gesehen. Das haben wir bei Malu Dreyer gesehen und jetzt auch bei Annegret Kramp-Karrenbauer. Bei all denen, die mit Flipflop versucht haben, Politik zu machen, wie Julia Klöckner, wie Herr Wolf in Baden-Württemberg oder auch wie Herr Henkel in Berlin, hat es eben nicht funktioniert. Und für uns ist klar, das ist ein bitterer Abend, ein bitteres Ergebnis und da gibt es nichts schön zu reden. Wir haben keine Machtoption, keine wirkliche Machtoption gehabt. Ich glaube, das hat auch in den letzten Tagen dazu geführt, dass die Mobilisierung an anderer Stelle stattgefunden hat, mit dieser Expertenblase, die auf der einen Seite ein Kopf-an-Kopf-Rennen attestiert hat und dazu geführt hat, dass bei uns die einen zur Union gewechselt sind, die Wählerinnen und Wähler, und die anderen halt zur SPD und es uns am Schluss damit aus dem Landtag gekegelt hat. Nicht erfreulich, aber natürlich auf der anderen Seite keine Depression, sondern Motivation. Frau Meyer-Glucher hat über die neuen, die jungen Mitglieder geredet, die wir im Saarland in der letzten Zeit gewonnen haben und die hochmotiviert sind. Diesen Neuanfang brauchen wir auch dort, den brauchen wir dort im Landesverband, aber den brauchen wir auch für uns gemeinsam. Wir sind mit 8% im Bund mitnichten da, wo wir hingehören oder auch hinwollen. Wir haben ja mit unserem Wahlziel 10% plus X ganz bewusst ein Ziel gesetzt, wo wir klar sagen, wir brauchen mehr Zustimmung und wollen dafür auch sorgen. Jetzt haben wir gestern gesehen, dass das, was in Umfragen eine Rolle spielt, eben möglicherweise nicht die Wahlergebnisse sind. Wir lernen gerade erneut, dass sich die Dinge sehr schnell ändern können. Und darauf setzen wir auch. Deswegen stimmt das Bild vom Marathon. Aber es stimmt für uns natürlich auch, dass wir rausgehen, dass wir aktiv sind und dass wir wissen, dass so ein Wahlkampf eben auch wirklich ein Kampf ist und kein Spaziergang, wo man sich in aller Ruhe darauf konzentrieren kann, dass es dann am Ende irgendwie reichen wird. Warum Grün? Das hat sich auch gezeigt. Es ist klar geworden, im Saarland ist einerseits Annegret Kramp-Karrenbauer bestätigt worden, andererseits gibt es eben wieder eine große Koalition. Jetzt ist es so gewesen, dass es im Saarland auch eine große Zustimmung zur Großen Koalition gab. Das ist im Bund nicht so. Und da gilt eben auch, wenn man Große Koalition nicht wieder will, dann geht das, indem Bündnis 90 die Grünen gewählt werden.
Einerseits, weil wir die Einzigen sind, die die Existenzfrage Ökologie stellen. Andererseits, weil die Frage, wie eigentlich ein weltoffenes Deutschland in einem gemeinsamen Europa funktioniert, für uns auf der Agenda steht, neben der Gerechtigkeitsfrage. Lassen Sie mich vielleicht am Schluss noch ein Wort sagen zu Russland und Weißrussland, weil ich sehr schockiert darüber bin, dass an diesem Wochenende mehrere hundert Oppositionelle festgenommen worden sind, die sich dafür eingesetzt haben, dass die Korruptionsgeschäfte aufhören, die sichtbar gemacht haben, dass es tatsächlich in den beiden Ländern noch eine Opposition gibt. Und für uns zeigt das erneut nach der Türkei, wie wichtig es ist, unsere Demokratie in diesem gemeinsamen Europa zu verteidigen und auch als Gegenmodell deutlich zu machen. Und diejenigen, die da in Russland jetzt im Gefängnis sind, Herrn Nawalny, kennen wir alle dem Namen nach, sind natürlich für uns auch weiteren Partner. Und wir werden uns in den nächsten Wochen und Monaten selbstverständlich darum kümmern müssen und auch wollen, wie es mit den Oppositionellen dort weitergeht. Ein kleiner Ausflug ins Außenpolitische. Wir kommen aber zurück zum Saarland und zu Fragen. Herr Jung hat die erste. Wo ist Cem Özdemir heute? Warum ist er nicht hier? Und Frau Meyer-Glucher, können Sie auf die Fehler, also vielleicht ein bisschen selbstkritisch sein und Ihre eigenen Fehler mal analysieren und uns vielleicht auch sagen, welche davon im Bundestagswahlkampf vermieden werden sollten? Wo Cem Özdemir jetzt im Moment gerade ist, weiß ich nicht. Heute Morgen waren wir gemeinsam in der Bundesvorstandssitzung. Und das Tolle an der Doppelspitze ist, dass wir nicht immer alle beide auftreten, sondern uns abwechseln. Ja, zu Fehlern, die wir vielleicht gemacht haben oder worüber wir jetzt reden können. Ich habe es eben gesagt, was uns später, glaube ich, das Genick gebrochen hat, war einfach diese Zuspitzung auf die beiden Spitzenkandidaten von SPD und CDU und dass unsere Themen anscheinend. Ja, meine Damen und Herren, soweit erstmal die Live-Übertragung der Pressekonferenz der Grünen. Nun